Hey Leute und willkommen in Mike's Edit Suite und willkommen zum fünften Video Review. Heute mit einem Holy Gaudi Festival Video von Marius Hergert. Was diese Video Reviews sind, ganz kurz da zur Info. Ihr habt die Möglichkeit, mir Videos einzuschicken, die ihr gemacht habt, und ich sage einfach meine Meinung dazu, was ich gut finde, was ich nicht so gut finde. Und wie das Ganze funktioniert mit dem Einschicken und so, erfahrt ihr im Video Review Info Video. Ganz zum Schluss in der Endcard gibt es einen Link oder auch unten in der Videobeschreibung. Kommen wir jetzt zu dem Text, den mir Marius geschickt hat zu dem Video. Ich lasse das Video einfach mal im Hintergrund ein bisschen laufen. Hey Mike, ich war am 24.05. in Frankfurt bei dem Holy Gaudi Festival und habe mittlerweile eine kleine Videoreihe bestehend aus 3 DJ-Trailern und einem Aftermovie veröffentlicht. Da dies meine ersten Videos sind, finde ich, haben sie noch viele Fehler, aber ich versuche mich ja weiterzuentwickeln. Vorbild waren übrigens dein Holy Gaudi Video, ich habe zwar kein Holy Gaudi, sondern ein Holy Festival Video gemacht, aber okay, so wie das von Dave and Supertramp. Ich habe mit einer No-Name Steadicam und der Canon 550D mit Magic Lantern gefilmt. In diesem Video ist zwar die Color Correction total verhunzt, aber naja. Derbsten Dank, Marius Hergert. Ja, du hast es schon angesprochen, die Color Correction ist auch ein Punkt, der mir direkt aufgefallen ist. Da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr Kontrast und ein bisschen mehr Sättigung gewünscht. Also das ist ja ein Holy Fest, viele Farben, viele bunte Menschen, ja, einfach bunt muss es dann auch sein. Und dementsprechend muss auch die Sättigung ein bisschen hochgeballert werden, damit es einfach mal schön aussieht. Was mir auch noch negativ aufgefallen ist leider, sind hier zum Beispiel oben, sieht man es schon, diese Stückchen von der Tüte. Das zieht sich immer wieder durchs ganze Video. Mal ist es weniger, mal ist es mehr, mal ist es auch gar nicht zu sehen, was ich gut finde. Aber gerade am Anfang hast du hier da oben wieder in der Ecke, hier wieder oben, gleich kommt auch oben und links, glaube ich. Auf jeden Fall zieht sich so ein bisschen durch da. Hier haben wir auch links auf der Seite die Tüte. Das zieht sich so durchs ganze Video. Hier unten links ganz stark. Das sind so Sachen, die ich persönlich hätte direkt gelöscht. Also ich hätte das gar nicht benutzt. Da ich aber jetzt davon ausgehe, da das so oft in dem Video vorkommt, dass leider das fast das komplette Material davon betroffen ist, geht es natürlich leider nicht, das zu löschen, weil dann kein Video mehr entstehen könnte, beziehungsweise kein Material mehr da ist, um ein Video zu schneiden. Dann hätte ich vielleicht versucht, aufzoomen. Geht leider bei der Größe hier auch nicht, dann würde das Video pixelig werden. Ich hätte das Video gecroppt einfach auf 720 statt 1080p, also einfach einen kleineren Bildausschnitt rausgeschnitten und versucht damit diese Tüten möglichst zu entfernen, weil das ist halt etwas, was... Ja, das nimmt dem Ganzen so die Professionalität, so eine Tüte. Achte einfach mal darauf, du hast ja mein Video als Vorlage hier genommen oder Vorbild. Ich hatte ja auch ein Video gemacht mit Tipps zu dem Ganzen, zum Holy-Filmen. Achte einfach darauf, dass die Tüte abgeklebt ist am Objektiv oder sowas, dass sie halt nicht ins Objektiv reinragen kann. Hier wirkt es halt, als ob die Tüte lose gewesen wäre. Das ist halt nicht so gut. Grundsätzlich gefällt mir aber das Video sehr gut. Auch die Musik und passend zur Musik geschnitten, also das hast du echt gut gemacht. Da großen Daumen hoch an dich. Was ich aber nicht so cool finde, ist die Länge von dem Video. 5 Minuten 43, na gut, am Ende kommt noch ein kleiner Abspann. Ich lasse das Video einfach mal hier ein bisschen laufen. Am Ende kommt ein kleiner Abspann, den kann man nicht dazu zählen, aber sagen wir mal 20 Sekunden weg, 5 Minuten 20. Bei meinem Holy-Video haben ja schon viele gesagt, dass das Video zu lang war. Fand ich jetzt nicht mit 3 Minuten. Und 3 Minuten ist etwas, was noch okay ist. 5 Minuten finde ich schon wieder zu lang, weil tatsächlich die Szenen oder die Bilder sich einfach nur immer wieder wiederholen. Und das ist auch etwas, was mir hier aufgefallen ist, dass du einige Szenen, hier zum Beispiel das hier, was wir hier hatten mit den Jungs. Das sind so Sachen, die zu lange stehen, finde ich. Also dafür ist das hier zu uninteressant. Drei Kerle auch noch dick eingepackt. Also wenn die wenigstens so Sixpacks hätten oder sowas, was Nettes zum Ansehen. Aber sonderlich gut bewegen sie sich auch nicht. Kein Disrespect an die Jungs. Aber du weißt, was ich meine. Die Szene ist relativ langweilig dafür, dass sie so lange steht. Und
hier wiederholen sich die Sachen. Du hast halt mal einzelne Leute, die in die Kamera gucken, wie hier zum Beispiel. Dann hast du halt die gesamte Masse Pulver hochschmeißen. Dann hast du so Szenen in diesem Bühnengraben, da in dem Pressegraben. Und das wiederholt sich immer und immer wieder. Und das ist ja auch kein Problem, weil das passiert halt bei einem Holy. Grundsätzlich sind Holy-Videos jetzt keine große Herausforderung, das zu filmen, ist relativ einfach, und aber die Szenen wiederholen sich einfach immer wieder in jedem Holy-Video, also nicht nur in deinem, in jedem, auch in meinem haben sie sich wiederholt, und da muss man halt besser selektieren. Auch das zum Beispiel, das ist jetzt ja nicht so gerade die spannendste Aufnahme, ein paar winkende Hände, nett, aber dafür ist das Bild ziemlich flau und so, war jetzt nicht so spannend. Und das ist halt immer wieder, also versuch da einfach ein bisschen öfter Sachen einfach rauszulöschen aus dem Schnitt. Also es gibt halt wesentlich spannendere Szenen, die man hätte einfach zusammenpacken können, und dann wäre das Video vielleicht auch nur 3 Minuten lang gewesen oder vielleicht noch kürzer, und das hätte vollkommen ausgereicht, um die ganze Stimmung einzufangen. Was mir auch aufgefallen ist, also was mir aufgefallen ist, hier, jetzt haben wir diese 2 Szenen schon gesehen, hier kommt gleich, dann halte ich mal kurz die Fresse. Das, super Aufnahme, echt großartig, aber ich hätte das nicht in die Mitte gepackt, ich hätte das zum Abschluss des Videos gepackt, so als, wirklich so als letzter Clip in dem Video, und damit schließt das Video ab, so holy gaudi, dankeschön, zack, tschüss, raus. Wäre ein cooler Abschluss gewesen. Nicht schlimm, dass es hier in der Mitte ist, hätte ich bloß vielleicht gemacht. Und dann kommt hier gleich kurz danach so ein Bild, was so aus dem ganzen Rahmen des Videos rausfällt. Und zwar hier. Das ist so Abendsonne, Abendstimmung. Einfach so mittendrin so ein dunkles Abendsonne-Bild. Und das wiederholt sich aber im Video nicht irgendwo. Also es kommt keine weitere Szene aus dieser Abendsonne oder mit dieser Abendsonne. Das hätte ich vielleicht auch lieber eher zum Schluss rangepackt oder ganz rausgeschmissen, da das halt wirklich rausfällt. Und noch eine coole Stelle. Die ist hier. Da. Der Typ gleich. Klasse auf den Beat geschnitten, also großartig, einfach großartig, wirklich passt perfekt, und das ist auch mein Lieblingsbild aus dem ganzen Video, also wirklich, wir schauen es uns nochmal an, weil es so cool ist. Bam, ja, perfekt. Einfach echt klasse, also zur Musik hast du echt gut geschnitten, da kann man nichts sagen, so, also da gibt es mehrere Stellen, wo Klatscher direkt auf den Beat passen oder sowas, oder halt die Bewegung rhythmisch auf die Musik auch passen. Echt gut gemacht. Also Hut ab, jetzt habe ich dir ein paar kleine Sachen gesagt. Also im Großen und Ganzen cooles Video. So ein paar kleine Sachen gab es halt. Die gibt es aber auch immer. Also das ist auch schon Meckern auf hohem Niveau hier. Und ja, ich hoffe, du kannst mit meinen Tipps auch etwas anfangen. Für alle, die sich das ganze Video mal anschauen möchten, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link dazu. Natürlich, schaut mal rein und schickt mir auch gerne eure Videos rein. Und ich hoffe, auch allen anderen haben die Tipps gefallen und auch geholfen. Wenn dem so ist, gebt einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Teilt das Video auch gerne mit euren Freunden, wenn es euch gefallen hat. Was haltet ihr denn von diesem Video? Also mich würde eure Meinung auch stark interessieren, wie ihr dieses Holy Gaudi Video findet hier von Marius. Postet es gerne runter in die Kommentare, und wir sehen uns am Montag schon wieder mit einem Quick-Tipp-Video. Bis dann!